Einen Wettlauf gegen die Zeit mussten am frühen Montagabend Rettungskräfte bei einem schweren Verkehrsunfall bei Spangdahlem hinnehmen. Auf der L46 war am frühen Abend gegen 16:45 ein freilaufendes Pferd mit einem aus Richtung Binsfeld herannahenden PKW auf der L46 zusammengestoßen. Der PKW-Fahrer hatte nach Polizeiangaben in der Dunkelheit offenbar keine Chance, dem Tier auszuweichen. Das Pferd prallte über die Motorhaube auf das Dach des Audi-Kombi. Hierdurch wurde der Fahrer nach Angaben von Einsatzleiter Arnold Faber schwerst verletzt und in seinem zudem in Brand geratenen PKW unter dem völlig zertrümmerten Dach eingeklemmt. Aufgrund der Gefahrensituation und Schwere der Verletzungen entschlossen sich die Rettungskräfte, eine sogenannte Crash-Rettung vorzunehmen. Hierbei liegt die oberste Priorität im Gegensatz zu einer patientenschonenden Rettung, den Schwerverletzten so schnell wie möglich aus dem total beschädigten Fahrzeug zu befreien. Im Anschluss kümmerten sich ein Notarzt und zahlreiche Rettungshelfer um die Versorgung des am Kopf schwer verletzten Fahrers. Gegen 18 Uhr konnte der Fahrer dann aus dem Fahrzeug gerettet und zur weiteren klinischen Versorgung übergeben werden. Das Pferd erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen. Woher das Pferd kam, war am Abend noch unklar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Speicher, Spangdahlem und die Flughafenfeuerwehr Spangdahlem zusammen mit einem Notarzt, dem DRK und der Militärpolizei sowie der Polizei Bitburg.